Zu einem spektakulären Verkehrsunfall gegen 10 Uhr wurden die Löschgruppen Balve und Langenholthausen gerufen. Die Feuerwehr musste allerdings nicht mehr eingreifen. Der Verletzte hatte sich bereits selbst befreit. Lediglich auslaufendes Öl wurde aufgefangen. Der Fahrer des Fahrzeuges war auf der B229 von Langenholthausen in Richtung Balve fahrend, ausgangs einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Vermutung der Polizei, von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dann auf dem Feld mehrfach überschlagen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Menden zu melden. Der leicht verletzte Fahrer wurde in das Krankenhaus Menden gebracht. Die Polizei, die den Gesamtschaden mit 4.000 Euro angibt, leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, bis das Fahrzeug geborgen worden war.